Ich begrüße dich zu einem arbeitsreichen Wochenende. Huch, warum hänge ich denn jetzt hier fest? Was ist das denn hier? Eine Schnalle hat festgehangen. Okay, ich gehe jetzt gerade nach oben, denn wir sind jetzt mittlerweile ganz schön weit in Johanns Kinderzimmer gekommen. Also die Handwerker sind jetzt durch und die Fenster stehen endlich. Was ist los, Elisa? Oh, Clara kommt mit Staubsauger. Sie muss, glaube ich, noch ihre Dekus machen. Und hier in diesem Zimmer sieht es jetzt so aus. Unfassbar hell ist es geworden. Die zwei Fenster sehen auch total hübsch aus. Gefällt es dir, Johann? Ja. Kommt richtig viel Sonne und Licht jetzt noch rein. Aber Johann kriegt hier ja auch noch Rollläden, damit es hier nicht so doll reinscheint. Weil das ist genau die Seite, wo es dann ganz doll reinscheint und es dann richtig doll aufheizt. Das wollen wir natürlich nicht. Und hier siehst du auch noch diesen Spalt, den haben wir jetzt offen gelassen, damit da noch ein Einbauschrank reinkommt. Das kommt auch noch nachträglich. Und Justus ist es schon dabei, fleißig abzukleben. Wir wollen nämlich jetzt auch noch streichen. Also das ist ja jetzt schon verputzt, aber wir müssen nochmal drüber streichen. Und wir haben auch Farbe besorgt. Vielleicht kann man das erkennen, ich weiß es nicht, jetzt vielleicht im Vergleich. Johann hat nämlich gar keine weißen Wände, sondern die sind so ein bisschen gelb. Und das war Justus Schuld. Wir wollten wir machen, damals, als sein Kinderzimmer. Und da haben wir die Farbe anmischen lassen, also wir haben so eine Karte gehabt. Mm. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist aber ein schönes Grün. Und das dann auf die Wand geklatscht und daher kam raus, dass es irgendwie so eine Art graues, also so ein Grauton da irgendwie mit dabei ist. Ja, also, ich weiß auch nicht, das sieht so nach wie so einem schmutzigen Weiß aus, finde ich. Und das wollen wir ändern. Also Farbe hat Justus besorgt, hier auch noch ganz viele Utensilien. Es wird richtig schön weiß werden. Und Justus meinte, wir müssen aber erstmal anfangen mit irgendwas Grundierungsmäßigem. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum man überhaupt sowas braucht. Wofür ist denn das überhaupt? Damit die Farbe nicht so eingesaugt wird, dass der Untergrund wird dann gefestigt. Das ist nicht mehr? Es gibt auch noch ein schönes Ergebnis. Okay, schöneres Ergebnis. Schöneres Ergebnis und das blättert dann auch nicht mehr ab, die Farbe. Damit Justus hier nicht schmutzig wird und ich auch nicht, müssen wir uns erstmal umziehen, mein Schatz. Hier ist auch schon ganz viel Baustaub. Süße Maus. Was haben wir heute vor, Elisa? Zu Fahrrad. Ich kann schon Fahrrad lernen und wir fahren zur Stadt. Ja, Elisa möchte heute Fahrradtour machen, und zwar ihre erste. Sie hat dafür hart trainiert in den letzten Tagen. Sie hier Runde ums Haus gefahren. Für diesen Tag heute. Stimmt, Elisa, machen wir gleich. Die erste Fahrradtour von Elisa. Aber bis dahin werden wir erstmal die Grundierung auftragen. Die muss nämlich auch erstmal trocknen. Dauert irgendwie stundenlang. Deswegen werden wir das heute komplett mit Arbeiten, Fahrradtour und weiß ich nicht, noch irgendwas mit den Kindern und dann erstmal mal zum Schluss durchstreichen. Das war die Kater. Jetzt bist du hier aber voll drin in dem Raum. Ja, Katze ist auch neugierig. Der Boden ist total schmutzig. So ist das nun mal in diesem Haus. Ja. Alle sind aber neugierig. Ihr verteilt das ja im ganzen Haus. Ich fände es jetzt besser, wenn. Guck mal, legt er sich da. Guck mal, Johann. Loki hat einen neuen Lieblingsplatz in deinem Einbauschrank. Ja. Also, falls da irgendwas ist, wenn wir ihn suchen, dann wissen wir, wo er ist. Loki ist immer so lustig. Aber geht's Loki eigentlich wieder gut? Naja, ein bisschen Schmerzen hat er noch. Mal gucken, ob er jetzt normal läuft. Ja, heute Morgen, also legt sich noch sehr viel hin. Es geht schon bald, geht wieder besser. Loki, lauf mal. Zeig mal, ob du noch humpelst. Komm, Loki. Genau, geh mal zu Johann. Entweder legt er sich jetzt hin oder er läuft. Ja. Oh ja, guck mal, die Fenster lassen sich jetzt auch endlich öffnen. Das war ja vorher auch nicht so. Also Loki geht eigentlich wieder ganz gerade, aber langsamer als jetzt. Also er hatte einen Unfall oder wir wissen eigentlich selber gar nicht, was passiert ist. Das war am Abend, da wollte ich die Katzen füttern. Und Katzen sind ja so, die kommen dann auch direkt, wenn sie hören, okay, da wird geraschelt mit Essen oder da hört man dann die Schalen klappern. Und dann kam die Cookie sofort. Und der Loki kam da an. Ich habe mich total gewundert. Also, warum kommt er nicht? Dann habe ich geguckt, wo er ist. Und dann lag er die ganze Zeit oben auf dem Kratzbaum. Und dann bin ich hingegangen, habe ihm sogar das Essen so vor die Nase quasi gehalten. Meinte so, komm, Loki. Und
flackert er weiterhin und hat sich gar nicht bewegt. Total komisch. Ja, und dann war Justus ja zum Glück auch da. Und dann hat Justus ihn auf den Arm genommen. Und der war total schlapp. Der Loki. Ja, schlapp, und er hatte eine Verletzung an der Hüfte. Also ich habe geguckt, aber ist jetzt scheinbar nichts gebrochen gewesen. Aber er muss irgendwie gestürzt sein oder also auf jeden Fall einen Schlag abgekriegt haben an der Hüfte. Und dann hat er auch nicht gefressen den Tag. Ja, hat gar nicht gefressen, so kennt man ihn gar nicht. Mhm. Er hat auch gehumpelt. Also er hat wirklich mit dem Hinterbein hat er gehumpelt. Mhm. Ich habe total Sorgen gemacht. So, der Tierklinik hat ihn sie angerufen. Ja, ich habe in der Tierklinik angerufen, weil es war ja Wochenende. Beziehungsweise Tierärztin hatte schon zu. Und ich weiß nicht, der war irgendwie nicht so nett. Der Tierarzt. Ja, Nancy wollte mir nicht trauen. Also, man kann ja ein bisschen warten. Und der Tierarzt hat auch gesagt, dass der Na, humpelt. Ja, ich habe gesagt, mein Kater humpelt und er frisst auch nicht mehr. Ich würde gern vorbeikommen. Und dann meinte er ja, also eigentlich sind wir hier nur für lebensbedrohliche Fälle und das ist jetzt so ein bisschen humpeln. Also er wollte quasi nicht, dass wir kommen. So. Also ganz komisch. Also ich finde das komisch. Also, ich denke halt, er war auch Unfälle, irgendwie nicht so nett, finde ich. Er war nicht so nett. Naja, gut, ist ja egal. Auf jeden Fall geht's Loki jetzt besser. Selbstheilungskräfte hat Justus das genannt. Er hat ja schon die ganze Zeit da oben gelegen. Und zwar den halben Tag. Ja, schon gewundert, das haben warum wir uns so viel oben liegt und dort, okay, da hat er halt in der Nacht viel Action gehabt. Das war für uns schon was Besonderes. Aber dann wusste ich auch gleichzeitig, der Schlag, den er abbekommen hat, war jetzt nicht so schlimm, dass er jetzt gleich stirbt, sondern dann hat er ja schon lange gelegen. Wie du das schon sagst, mit Schlag abbekommen. Wir fragen uns wirklich immer noch, was da abgekriegt haben. Ich weiß auch nicht, aber das war genau an der Seite, in der Hüfte. Das ist nicht so vertreten, der kann auch nicht irgendwo runtergefallen sein. Also du weißt ja, dass er Freilauf hat bei uns im Garten. Er geht aber auch ab und zu mal zu den Nachbarn rüber. Da haben wir natürlich dann keine Kontrolle. Was? Loki geht es jetzt schon besser. Jetzt ist sie besser. Ja. Und war auf jeden Fall ein Schock. Als ich das gesehen habe, wer da so gehumpelt ist, das war nicht so schön. So, Justus. Dann merkt man, wie das Tier dann doch ans Herz gewachsen ist. Ne? Ich habe mich auch Sorgen gemacht. Ja. Komm, Justus, ich habe was besorgt. Was hast du besorgt? Klamotten. Wir müssen das jetzt anziehen. Guck mal, ich habe jetzt solche richtigen Arbeiter, Handwerker, Overalls, damit wir uns nicht schmutzig machen. Das ziehe ich direkt mal an. Leider gab es die nicht mehr in der richtigen Größe. Es ist jetzt beides ja ein bisschen groß, aber passen da bestimmt trotzdem rein. Du hast keine Lust mehr, wir haben noch nicht mal angefangen. Ja. Ach Justus, das ist doch nicht so schlimm. Hasi, hast du? Hasi ist traurig. Warum ist Hasi traurig? Weil der hat keinen Schnuller. Oh. Braucht Hasi noch einen Schnuller? Ist Hasi noch ein Baby? Mhm. Oh, Hasi geht's doch gut. Will Hasi nicht jetzt lieber schlafen? Ist doch Schlafenszeit, oder? Hasi Schlafenszeit. Ja, dann tu mal schlafen. Hasi lieber ins Bettchen, dann kann er nicht schlafen. Justus, komm jetzt bitte anziehen. Ja, die warten noch mal. Die Kinder machen gerade ohne. Die Kinder machen gerade Party in den Zimmer. Übrigens ist im Moment auch jeden Abend Übernachtungsparty hier im Zimmer von Clara. Da haben die Kinder sich jetzt so ein Nacht, wie heißt das, Schlafgedöns da auf dem Boden gemacht. Mit Clara, Johann und Elisa ist auch mit dabei. Die haben richtig viel Spaß hier. Was weiß ich denn, Elisa? Ein heißes Bad. Schlafen gegangen. Jetzt die Geschichten, Elisa. Und der macht ab und zu, weil ich hab ihm jetzt gerade was Schönes gesagt und ich hab ihn im Bett gelegt und gesagt, sie mal gucken. Ich darf ihn mir mal angucken? Ja. Dann gebe ich noch einen guten Nachtkuss für Hasi, ja? Hast du dein Zimmer aufgeräumt, Elisa? Ja. Ich habe gerade ihr Zimmer heute Morgen aufgeräumt. Hör mal gucken. Ja, guck mal, Schreibtisch ist leer geräumt. So gut gemacht, Elisa. Wo ist denn Hasi? Ach, da unten. Da unten ist Hasi im Bettchen. Und jetzt schläft er. Jetzt schläft das Hasi. Ja, süß Hasi. Schlaf schön. Du musst träum den Kuss was Schönes. Geben. Okay, Kuss geben. Und du
du darfst ihn auch in den Kindergarten bringen. Aber im Moment sind ja Kindergärten noch zu, ne? Kann man noch nicht. Und ja. Und Hase geht jetzt in den Kinderwagen. Okay, dann machen wir mal hier Buggy. So, Hase, jetzt ziehst du dich hin. Und ich schnell dich an. So. Dann spiel du mal, Mami muss jetzt einmal helfen gehen dem Papi, okay? Oh, du kannst du mit Hase spielen. Kommst du raus? Geht das? So. So, Hase, jetzt gehen wir in den Kindergarten. Okay. Ich habe mich schon in mein Outfit geschmissen. Guck mal, Justus. Sieht jetzt aus wie eine Handwerkerin. Kannst euch wirklich alles anziehen. Siehst immer hübsch aus. Oh, mein Ehemann. Oh, das wusste ich jetzt sagen. Justus, komm, zieh du mal auch deinen an und dann... Ja, warte kurz. Also wir kleben jetzt erstmal ab. Also dieses Holz kleben wir auch ab, oder? Oder das kann man ja auch nicht drüber streichen. Ja, ja. Ne? Das Problem ist nur, dass da so einige Macken drin sind. Da muss ich nachher nachstreichen. Das macht die. Geh mal her. Können wir ja später. Willst du malen? Ja. Ja, ich hätte mal Wassermalfarben dazu malen. Klar, hat auch mal gemalt. Ja. Da ist aber nichts drin, ne, Elisa? Mhm. Wo sind denn deine Pinsel und so? Meine Pinsel sind klar. Haben wir schon gesagt, wann sie kommen? Mit den Einbauen. Das, ich habe darum gebeten, dass sie das diesmal schneller machen. Also. Ich denke innerhalb der nächsten 6 Wochen. Also, ja, also das ist ja Tischerei. Ja, aber bis dahin haben wir hier so ein Loch. Ja. Wo wollen wir denn die Fahrradtour hinmachen? Ich wollte einfach nur hier um die Ecke ein bisschen fahren. Wir fahren mit Rollern, ne? Weil wir müssen ja abspringen können, um wieder da irgendwie aufzuhalten, falls ihr irgendwo hinfahren sollt. Oder wenn ein Auto kommt. Ich komme jetzt sowieso eine Weile. Kannst du mir gefallen tun, einmal einen nassen Lappen holen oder feuchte Küchentücher? Ja. Du musst mich aber auslassen. Selbst die kleinste Größe nach oben krempeln hier. Das ist nicht die kleinste Größe. Doch, das ist die kleinste Größe. Bauarbeiter! So, Bob der Bob Meister? Bob der Meister! Was? Können wir es schaffen? Ja, ja, wir schaffen es! Wo ist denn der Schleif, das Schleifpapier? Weiß ich nicht. Ach, da oben. Mitschleifen? Ja, ich will mitschleifen. Ich habe manchmal das Gefühl, du willst mich gar nicht dabei haben. Doch, das ist das ganz Lustige. Wenn Justus arbeitet, möchte er eigentlich nicht so gerne Hilfe. Von mir zumindest, ja. Weil viele manchmal sagen, ja, warum hilfst du denn dem Justus nicht? Ja, dann habe ich meistens mehr Arbeit, wenn sie mir mithilft. Justus will nicht das, meine Hilfe. Nochmal nacharbeiten. Au! Ich bin ja voll gegen. Nein, das hier, beim Spachteln. Ja. Oh. Da gibt es so kleine Kleckse. Ach, die sollst du jetzt einfach richtig groß Löcher reinmachen, sondern einfach ein bisschen drüber machen, ne? Und das muss jetzt nicht hundertprozentig glatt sein, weil dann wird er nochmal drüber gestrichen. Also es wäre doof, wenn du das jetzt alles runterschleifst. Also nur diese Flecken am besten. Ja? Mhm. Okay, Bob der Meister. Du siehst richtig gut aus in diesem Outfit. Das ist halt nämlich sonst immer seine richtigen Klamotten schmutzig gemacht. Endlich hat er mal sowas Ordentliches an. Ordentlich. Ja, das ist eigentlich schon glatt. Nur ein paar. Drei und sieben. Nicht gestrichen. Ja, kann man streichen, aber das Sprühen geht schneller. Ist natürlich gleichmäßig. Alter Schwede. Ja, du kleckerst ein bisschen.
Oh, Justus. Eigentlich musst du hier raus gleich. Also ich fange an zu sprühen und dann. Okay. Dann musst du hier raus. Das ist giftig. Ja, also einatmen ist doof. Ist ja eine Kodierungsmasse. Raus. Ja. Was denn? Es geht mit der Jacke. Oh, willst du die ganz dicke anziehen? Wirklich? Nein, ich dachte, du ziehst eine dünnere an. Okay, dann. Aber. Ich will aber ein, wie du möchtest. Dann eher nicht so an. Die Jacke? Guck mal, wie kalt es draußen ist. Ja, wir gucken gleich. Ist kalt. Ist kalt, ne? Elisa, zieh du vielleicht auch nochmal eine andere Jacke an. Hol mal eine dickere. Eine dickere. Also, wir machen uns jetzt fertig für. Die Fahrradtour. Wir freuen uns riesig drauf, jetzt wieder ein bisschen Bewegung hier reinzubringen. Bei den kleinen Kindern vor allem. Justus ist jetzt auch fertig mit der Grundierung. Die muss jetzt erstmal trocknen. Er meinte 5 Stunden. Ich trage ja immer so viel schwarz und dann sieht man Lukis Haare immer sehr gut. Von der Cookie nicht so, weil Cookie ist ja auch eher, na, so, eher so ein bisschen dunkler und schwarzer. Ne? Rein? Ja? Hier unten drin doch diese Pullover. Ich weiß nicht, in welchem Korb die guten Sachen drin sind. Hast du die frisch gewaschen? Hier in blauen. Mach mal, ich gucke mal kurz. Ich bin wieder heiß. Dann zieh mal noch Schuhe an. Platz nehmen. Aber ich fahre die Fahrer. Du schaffst es, das machst du schon immer super. Oh, Elisa übt ja schon wieder die ganze Zeit hier. Du kleine Düsi-Tante, du bist ja eine Speedy. So süß, wirklich. Es ist einfach so niedlich, wenn sie Fahrrad fährt. Oh, ist aber wirklich kalt. Ich glaube, ich ziehe mir gleich nochmal eine dicke Jacke an. Ganz viele haben auch gesagt, Elisas Sitz ist zu kurz, also zu tief. Ihre Beine müssen noch mehr gestreckt werden. Also das ist natürlich jetzt für die Anfangszeit zum Üben schon ganz gut, wenn sie, falls sie in Strudeln kommt, dass sie dann sofort mit den Beinen oder mit den Füßen auf dem Boden ist. Deswegen ist der Sitz noch so ein bisschen tiefer. Aber das ändern wir dann die nächste Zeit. Also die nächste Größe an Fahrrad haben wir natürlich auch schon da. Ist auch noch von Clara. Wo ist denn dein Helm, Johann? Wo ist er denn? Was noch drin? So, Kurve, genau, hat Elisa jetzt auch gelernt. Und Bremsen auch. Und Bremsen? Dann zeig mal, Elisa, wie bremst man? Aber bremsen, Elisa. Bremsen! Naja, na, du machst das schon super, Elisa. Zeig Elisa gleich, was einfacher ist. Okay, also Justus und ich fahren nicht mit Fahrrad. Wir fahren mit Roller, damit wir einfach jederzeit absteigen können. Ach, das habe ich dir noch nicht gezeigt, kann das sein? Guck mal, unser Schuppen ist weg. Hier sieht man das noch ganz gut. War doch mal so ein Überschuss quasi gewesen. Und der wurde jetzt abgerissen. Und jetzt haben wir uns hier quasi Platz gemacht, denn du weißt ja, beim Umbau soll diese Fläche zum Carport werden. Und das ist echt breit. Also wenn das Ding weg ist, dann merkt man erst, huch, ganz schön viel Platz gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob das hier mein Roller ist oder das hier mein Roller ist. Ich nehme einfach mal den hier. Ziehst du eine Jacke an? Nee. Nee? Ich habe ein bisschen T-Shirt noch drunter. Das reicht. Habe ich schon gezeigt. Sauber machen, glaube ich. Sauber machen, ja. Das können wir auch mal, stimmt. Ich habe so irgendwie komische Geräusche. Hier hinten was. Hier hinten. Hier oh hinten, ja, das ist ja irgendwie da dran. Muss man irgendwie. Das musst du mal zurechtbiegen. So, jetzt müsste es gehen. Guck mal. Okay. Guck mal, ob es geht. Wir sind Bob der Baumeister. Ja, ich bin Bob der Baumeister. Ja. Geht los, Elisa. Freust du dich? Elisa freut sich schon. Jetzt haben wir die ganze Zeit die Fahrradtour gemacht. Ja, jetzt, heute endlich.